Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Ja, nicht wundern, dass ich an einer anderen Stelle bin, als ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich dachte mir, bevor ich nachts umkippe draußen, gehe ich lieber in-game ins Bett. PS, es regnet. Es ist so schön. Ich brauche nichts gießen. Ich brauche allgemein nie was gießen in dem Spiel, so gefühlt. Na gut. Das erste, was wir machen, ist direkt ernten. Alles, was wir so ernten können. Und ich habe überlegt, dass ich mal eine komplette Ernte bezüglich Verkauf mal auslasse und dafür eine noch größere Ernte einfahren möchte. Das heißt, ich werde jetzt komplettes Feld machen, wo ich das Ganze drauf klatsche. Alles, was geht. Und ja, ich weiß, es ruckelt extrem. Das tut mir auch extrem leid. Das Problem ist, ich habe immer noch keine größere Grafikkarte beziehungsweise keine mit mehr Leistung. Wer mir eine zukommen lassen möchte allerdings, ist gerne gesehen auf meiner Spendenseite bei PayPal. PayPal war schon richtig, Entschuldigung. Bei PayPal habe ich nämlich einen kleinen Moneypool. Wer den sucht, kann gerne auf Facebook gucken oder auf Twitter. Da müssten die Links, also der Link, zu finden sein. Falls nicht, schreibt mich gerne, also macht euch keinen Druck, schreibt mich gerne per PN an und sagt, hey, guck mal, ich möchte dir was spenden für Grafikkarte. Und es muss ja noch nicht mal ein großer Betrag sein. Ich bin mit jedem Euro, sei es auch nur Centbeträge, bin ich zufrieden. Solange ich dem Ziel von 310 Euro, also umgerechnet einer Grafikkarte NVIDIA GT 1060 GTX, glaube ich, oder GT war es, Reihe, näher komme. Wie gesagt, ich muss nicht die abnormal neueste haben. Es kann auch eine 900, da schieß mich tot sein. Das ist egal, es geht nur darum, dass ich eine neue Grafikkarte kriege. Und das ist auch eigentlich mal Zeit, weil ich merke, meine GT 610, die hat zwar Leistung, wenn ich nicht aufnehme, dann läuft auch das meiste flüssig, okay. Aber wenn ich dann sowas hier spiele und aufnehme, da muss ich dann schon, ganz schön in die Trickkiste greifen, um das irgendwie erträglich zu machen. Und leider habe ich da auch keine Ahnung, wie ich das noch machen soll, außer halt zu sagen, okay, Grafikkarte mir spenden lassen, in Anführungszeichen, oder halt euch fragen, ob ihr eine Idee habt. Ne? Gut, ich werde erstmal die 26 vergraben. Und lauf erstmal über den Schrank raus. Kann man ja mal auch mal machen. So. Nee, aber wie gesagt, also falls ihr sagt, hey, hör mal, ich will dir was spenden und ihr findet das über Facebook oder Twitter oder sonst was nicht, dann schreibt mir kurz und bündig, hey, ich möchte dir was spenden, schreib mir doch mal bitte den Link. Let it grow habe ich gerade als Errungenschaft gekriegt. Auch sehr schön. Also wie gesagt, wenn ihr das spenden möchtet, schreibt mich ruhig auch an, wenn ihr es nicht findet, den Link. Und notfalls kann ich den natürlich gerne dann nochmal extra für euch posten. Keine Sorge, das sind keine Umstände für mich. Also bevor jetzt jemand sagt, oh, der sagt jetzt gerade extra für. Das ist jetzt ja kein Umstand für mich. Es ist halt nur, da ich halt dann daran denke, okay, da sind welche, die möchten mir spenden. Ich muss das halt mal einplanen, wie ich das zeitmäßig hinbekomme. Also das Schreiben. So. Also wie gesagt, falls ihr was spenden möchtet, seid ihr alle gerne gesehen. Falls ihr aber sagt, nö, ich möchte gar nichts spenden, ist auch in Ordnung. Ihr habt ja wenigstens dann die Videos, die so rucklig sind. Habt ihr halt Pech gehabt. Nein, aber Spaß beiseite, also wirklich jetzt. Wenn ihr was spenden wollt, schreibt es einfach. Ansonsten erfreut euch einfach so an den Videos. Und falls ich noch irgendwas verbessern kann in Hinsicht der Videoqualität, außer halt grafikkartenmäßig oder sonst wie, dann schreibt mir das natürlich auch in die Kommentare. Vielleicht sehe ich auch den
Fehler an sich nicht. Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Grafikkarte, sondern am RAM-Speicher, der eigentlich... Moment, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, 18 GB beträgt. Auf jeden Fall eigentlich genügend. So, jetzt haben wir auch hier erstmal genügend gepflanzt, würde ich sagen. Und ich glaube, ich mache sogar eine komplette Ernte nochmal weiter. Ja, so. Naja. Wächst prächtig, das ist schön. Woran wollten wir uns jetzt eigentlich machen? Ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Kicker. Ich weiß nur noch, irgendwas vom Museum ist fertig im Kopf. Und ich wollte jetzt irgendwie das Haus anfangen. Habe ich das richtig noch in Erinnerung? Ich glaube schon, ne? Sprich, das heißt jetzt erstmal, klar, ich weiß, ich muss noch im Dach weiterarbeiten beim Museum, weil ich habe ja gesagt, ich mache das total hübsch, also keine Sorge. Das Thema da oben, dieses da mit den Kacheln, habe ich nicht vergessen. Nein, nein. Es ist nur momentan ein wenig schwierig, alles gleichzeitig zu machen. So, jetzt ist nämlich die Sache, ich muss erstmal eins, nämlich Bäume fällen. Und warum? Genau, ich brauche nämlich Holz. Ohne Holz kein Haus und ohne Haus kein Holz. Nein, keine Ahnung. Kein weiterer Bewohner. Und ich will den jetzt ganz ehrlich mal, ich will den eigentlich mal im Dorf haben. Ich will nämlich jetzt wissen, wer oder was das ist, der da ins Dorf ziehen soll. So. Und da ich so neugierig bin als Mensch, wie es halt normal ist für einen Menschen natürlich, muss ich natürlich zusehen, dass irgendwie die Neugier ja loswerde, indem ich halt zusehe, dass ich das jetzt endlich mal anpacke, das Projekt. Und ja, ich habe mich mit dem Museum etwas in die Länge gezogen, also auch was das Bauen anbetrifft. Beim Haus wird das zum Glück nicht so anstrengend lang für euch, also da werde ich wahrscheinlich wirklich das meiste rauscutten oder komplett einfach weglassen. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ja, außer jetzt Holz sammel und spontan was anderes finde dadurch, vielleicht nehme ich euch halt nicht mehr mit. Also, wenn ich jetzt Holz umwandle, nehme ich euch nicht mehr mit. Das mache ich dann komplett off. Wenn ich Holz verarbeite in andere Materialien, die halt für andere Sachen wichtig sind, nehme ich euch nicht mit. Ich sage das dann nur noch im Nachhinein nochmal, falls ihr den Zusammenhang nicht mehr haben solltet. Ja, und ansonsten muss ich halt mal gucken, wo ich euch dann auch noch sage, okay, hier, da nehme ich euch auch nicht mehr mit. Aber momentan bei den aktuellen Projekten nehme ich euch noch mit. Holz hacken sowieso noch. Und wenn es dann aber ans Bauen vom Dach geht zum Beispiel oder so, dann sieht man ja am Ende zum Beispiel auch das fertige Produkt. Also da muss ich dann nicht euch alle da immer zulabern mit irgendwelchen Kram, um dann noch zu beschreiben, ja, hier, das habe ich, bla bla bla. Und dann habe ich nachher keine vernünftige Folge im Endeffekt, theoretisch, weil ich einfach nur euch zulavere. So wie ich das jetzt auch beim Holzfällen mache, klar, aber ich will euch das ja auch erläutern. Sprich, Holz umwandeln in Bauholz, Holz umwandeln in glattes Holz, USW, also in verschiedene Holzsorten, werde ich euch allgemein gar nicht mehr mitnehmen. Sachen sammeln, wie zum Beispiel gemischte Samen und so, habe ich ja auch schon gemacht, als ich das im Offenbar gemacht habe. Ja genau, gemischte Samen, Insekten, USW, also solche Kleingetier, das mache ich auch im Off. Ja. Und ich glaube, damit können wir dann alle ganz gut leben, wenn ich das mache. BZW, ich werde versuchen zumindest, alles weitgehend wie möglich in Anführungszeichen im Off zu halten. Klar, jetzt das Umwandeln in Holz, also in Rohholz, das mache ich noch mit euch. Aber mir brummt der Schädel, Moment. Ich nehme jetzt auch schon seit ungefähr 3 Stunden ununterbrochen auf. Vieles vorproduziert natürlich wieder mal, ne? Oh, das ist ätzend. Aber hey, in letzter Zeit kriege ich immer mehr Zeit. Wow, das war jetzt irgendwie unspektakulärer, als ich dachte. In letzter Zeit habe ich halt echt das Problem. Kann das Ding... Achso, stimmt ja. In letzter Zeit habe ich echt das Problem, dass ich ja viel Zeit für mich selber brauche momentan.
auch was Berufsfindungen anbetrifft. Da bin ich zwar auch schon 3 Jahre dabei, aber auch immer so mit Unterbrechungen bezüglich natürlich euch. Halt, weil ich ja unbedingt für euch Videos machen möchte und auch damit nicht aufhören möchte, um Gottes Willen. Also heißt, sobald ich einen Job habe, heißt das nicht gleich, dass ich weg bin. Also habt da mal keine Sorge, ich werde immer für Videonachschub sorgen auf meinem Kanal. Es kann mal vorkommen, also auch nur der seltenste Fall. Wenn ich Projekte habe, wie zum Beispiel Paladins, The Binding of Isaac, Militant und Tank Blast, das sind so jetzt Projekte, die jetzt momentan pausiert, / noch kommen, dann kann das sein, dass das eine Weile dauert, bis da wirklich aktiv wieder was kommt. Klar, Militant will ich einmal komplett durchgespielt haben, einfach weil das ein fantastisches Spiel und auch ein fantastischer Titel ist, will ich euch auch am Herzen legen. Also wenn ihr ein gutes Side-Scroll-Jump'n'Run sucht, was im 3D-Look gehalten ist, holt euch Militant. Es macht richtig Spaß. Das Schöne ist, es hat ja nicht nur dieses Side-Scroll, es hat auch ein bisschen was von hier dieses Side-Scroll-Spiel, wo man mit Waffen herumrennt und dann solche Kapseln einsammelt halt. Ich weiß es halt gerade nicht. Tut mir leid. Wie heißt denn das Spiel? Verdammt. Ich wusste es. Aber jetzt, das nervt mich jetzt, ne, dass ich da nicht drauf komme. Das ist nicht wahr, ne? Moment, ich guck mal kurz nach. Wo hat man Handys, ne? Das setzt auch schon die Musik wieder ein. Sehr schön. Ich wollte nämlich gerade selber gerade dudeln, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass keine Musik mehr bei Staxel war. So. N64, wo sind die Lecks da? Bin ich gerade hier? Moment, für die PlayStation, nicht für die N64? Oder ist das jetzt nur ein Vergleich von Spielen? Moment. Moment. Kann mich auch gerade täuschen. Ich guck gerade erstmal nach, bevor ich hier euch irgendeinen Scheiß erzähle. Moment. Ich habe noch eine bessere Idee. Oh Gott. Keine Sorge, es geht sofort weiter. Ich muss mich mal gerade wieder durch eine Liste unendlich vieler Spiele durchscrollen, bis ich den Begriff finde. Ist halt auch nicht so einfach, ne? Es gab ja nun mal viele Side-Scroll-Spiele für die N64.
Darf man ja auch nicht vergessen. Viele gute vor allen Dingen. Aber das, was ich meine, war halt so ein Shooter-Sidescroll-Gedönse, wo mir der Name jetzt nicht einfallen will. Das darf doch eigentlich nicht wahr sein, dass mir das nicht einfällt. Und ich auch nicht finde, ist der Witz da dran. Das ärgert mich eher mehr. Falls ich euch zu leise bin, also jetzt gerade bezüglich, da ich ja hier auf dem Handy nachgucke und ein bisschen Abstand nehme, damit das nicht ins Mikro reinhaut, sagt das gerne. Aber ich finde es echt jetzt gerade nicht. Kann ich machen, was ich will. Kann auch sein, dass ich mich gerade täusche und totalen Scheiß erzähle, also dass es halt nicht für den N64 ist, sondern für was anderes. Aber man kann nun nicht alles wissen, ne? Ich muss mir auch jetzt gleich in-game beeilen, damit ich nicht hier einpenne im Spiel. Ah, warte mal, es könnte Metal Slug gewesen sein. Moment. Bevor ich euch Scheiß erzähle, wartet. Entweder es ist Metal Slug oder es ist halt was ganz anderes, aber was ich jetzt weiß, ist, sag ich mal, ganz kurz flitze, einmal hier alles stoppe, einmal die Sachen mitnehme und schnell in mein Bett flitze. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das noch hier in Game. Ist auch mal schön, sich ein bisschen ja, Zeit zu vertreiben. Und ich sehe gerade das Bild. Huch, verdammt. Nicht der Laden im Weg. Aber da steht halt nur PC and Android Teamplay Game on all times, bla, Gedöns. Ich sage euch gleich weiter. Ja, ich weiß, dass ich langsam müde werde. Das brauchst du mir nicht erwähnen. Komm mir nicht damit. Alter, danke. Oh, so. Moment, und da habe ich auch das Bild jetzt. Ja doch, Metal Slug. Es ist tatsächlich Metal Slug und es fällt unter die ersten drei Teile allerdings. Was ich meine. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ah, weil ich Mortal Kombat hatte ich im Kopf, aber ist ja auch mit M, ist ja klar. Ja gut. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall herausgefunden. Somit kann ich mich eines ruhigen Gewissens hier auch im Game, wie auch im echten Leben, wieder mal schlafen legen, ohne euch die Info verwehrt zu haben. Ja, schön Mülldaten erkannt. Ist mir egal. Danke. Immer so blöd, wenn man googelt und dann das Handy ankommt von wegen scheiß Mülldaten entdeckt, von wegen Kram, ne? So. Na gut, heute machen wir wirklich nicht viel außer halt. Ah, verdammt, ich muss Pflanzen gießen. Ich muss. Es ist quasi eine Bestimmung. Keine Berufung, aber eine Bestimmung. So, habe ich jetzt alles gegossen. Ich weiß, dass es für euch wahrscheinlich nur totales Wirrsches herumspringen. Aber so finde ich tatsächlich noch immer mal Schüssen durch die Felder wieder wenigstens. So, hier für habe ich auch mittlerweile eine ganz gute Technik, einfach immer wie ASD ein bisschen durchdrücken und dann Schwissen durch den Winkel, also den Einblickswinkel in das Feld ändern. So, da hängen wieder Pfirsiche, ich pflück mir welche. Achso, wächst prächtig? Ich kann noch nicht, okay.
dachte, ich könnte vielleicht, nur ganz vielleicht. Naja, okay. Hier wachsen Karotten, das ist halb so schlimm. Finde ich sogar ganz gut. Und ich bin immer noch dafür, dass man eine Animal Crossing Mod macht mit einer goldenen Gießkanne, die man bekommt, wenn man, keine Ahnung, 3000, nee, sagen wir mal 30.000 zahlt dafür. Weil die würde ich mir locker ersparen und sagen, okay, jetzt will ich die haben, ich brauche die unbedingt für, und dann hat sich. Dann gieße ich hier aber sowas von 9 Felder, ey. Ja, 3x3 sind 9, ich kann rechnen. Ja, aber ohne Spaß, also. Wer modden kann vernünftig bezüglich hier diesen Spiels, der kann gerne mal so eine Gießkanne einfügen. Ich teste sie auch gerne. Kein Problem. Und werde sie dann wahrscheinlich im Let's Play verwenden oder anwenden. So, jetzt habe ich genügend hin und her gegossen. Und ich muss mein Tier füttern, sehe ich gerade. Oh, da fällt mir noch was ein. Ich kann Honig und ich kann Milch abzapfen, ne? Verdammt noch eins. Okay, erstmal eins. Wir füllen den Napf und finden heraus, dass unser Tier irgendwo ist und miaut. Egal. Nächste Sache. Wir nehmen uns die Molkmaschine oder die Make-Maschine, je nachdem wie man es aussprechen möchte, flitzen hier rein und haben die Kuh total an die Wand gedrückt. Entschuldigung. Das wollte ich nun wieder auch nicht. Holen uns den Dung hier raus. Erfolgreich geschaltet. Hebel 100 Häufchen auf. Alles klar. Tierfutter. Naja. Füllen. Ich gehe wieder hier raus. Und gucke erstmal, wie das hier ausschaut. Noch ein Tag. Hier kann ich wenigstens abfahren. So. Und wieder dasselbe Thema. Ich besmoke die ein bisschen. Und dann fülle ich das ab. Lalilalila. Schön viel Honig. Und warum hört immer die Musik so abrupt auf? Ich muss mal eigene Musik im Hintergrund laufen lassen, habe ich so das Gefühl. Allmählich zumindest. Denn so allmählich, wie ich das Gefühl habe, so allmählich ist auch hier keine Musik mehr. Alter! Ich scroll wirklich nur einmal in eine Richtung, ne? Und er rastet halt total am Rad. Und wer jetzt kommt mir von wegen, mach doch mal dein Scrollrad sauber, das ist verdammt noch eins sauber. Hör auf, mich zu nerven da draußen. So, jetzt habe ich es dir gezeigt. Naja, aber Spaß beiseite. Keine Ahnung, ich muss mir auf jeden Fall eine neue Maus kaufen. Das kann so nicht weitergehen. Vor allem, ihr könnt euch ja vorstellen, wie das dann ausschaut, wenn ich irgendwie auf YouTube oder sonst wo herumscrolle mit dem Scrollrad. Ne? Das meiste, was ich jetzt mittlerweile mache, ist immer das Scrollrad einmal reindrücken, weil, ja, dann das autonom einfach runterrollt oder runterläuft, die Seite, wenn man die Maus ein Stück nach unten zieht. Ganz praktisch für Leute, die halt sowieso nur, ja, wie bei einer Dia-Show Sachen sich durchlesen. Hey, Size 1, anscheinend hast du, oh, wieder mal was Neues, ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Okay. Hafersamen, Drachenfruchtbaumsamen, Kiwi-Baumsamen und den Rest konnte ich nicht lesen. Danke, Spiel. Du bist so unfassbar nett. Drachenfrucht, Hafer hatten wir schon. Kiwi-Baumsamen und Mandarinenbaum. Und goldene Farmer-Statue. Okay. Warum auch nicht? Alles Sachen, die man unbedingt als Farmer braucht. Glaube ich. Alter. Na gut, wir wollen nicht so lange im Inventar verbleiben. Vergiss nicht, mich morgen wieder zu besuchen. Mache ich nicht, Farmfan. Ich will ja immer wieder so viel neuen Stuff wie möglich von dir haben. So. Ich glaube, die goldene Statue stelle ich mir irgendwie mit einem. Mitten ins Feld, wollte ich gerade sagen. Ob es eine Vogelscheuche gibt, das muss ich eigentlich mal gucken. Scarecrow heißt das Teil dann, ne? Naja.
Aber ich würde erstmal eins sagen, und zwar folgendes: Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich lasse das da noch durchlaufen. Und von daher bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.